Den Yves und die Iris hier von der Firma Otto, die uns was aus ihrem Unternehmen erzählen werden. Und ich hatte das zum Paul heute Morgen schon gesagt und das ist vielleicht hoffentlich eine Herausforderung für uns. Das war heute Morgen, glaube ich, wer findet, dass das heute Morgen die beste Keynote war, die er je auf einer Tools for Agile Teams gehört hat? Okay, er weiß schon, worauf es hinausläuft, ja. Schön die Messlatte hochlegen, hattest du gesagt. Also ihr wisst sozusagen, was es zu schlagen gibt. Was mir echt gut gefällt und ich vermute, dass ihr das Spielen leicht auch hinkriegen werdet, ist, früher hatten wir häufig so Großkopferte aus Partnerunternehmen von Atlassian, aus Australien eingeflogen. Und so retrospektiv dachte ich immer, das Beste, was dabei rauskommen kann, ist, dass die Zuschauer denken, Atlassian ist ein cooler Laden. Ah, das ist halt irgendwie, deshalb komme ich halt nicht auf eine Konferenz. Ich will halt selber was mitnehmen. Ich bin hier, weil ich meine Zeit investiere, weil ich was lernen will. Ihr könnt mir sagen, was für Bücher ich lesen soll oder könnt mir Gedanken mitgeben, ein Modell. Und das Schöne heute Morgen, und das ist hoffentlich was, was ihr auch ein bisschen mitgebracht habt, ist, dass das real ist. Dass das Dinge sind, die ich selber in meinem Konzern auch machen kann. Die ich anwenden kann, wenn vielleicht noch nicht alle gerafft haben, wie das so mit der Augenhöhe funktioniert und da auch eigentlich gar keinen Bock drauf haben und ich aber trotzdem irgendwie so einen Ansatzpunkt brauche, um in meinem Unternehmen was zu bewegen. Und ich freue mich riesig, dass ihr sozusagen aus eurem Umfeld sprecht, vielleicht auch uns ein bisschen was erzählt, was nicht so gut funktioniert hat oder uns dabei hilft, Dinge nicht so doof zu machen, wie ihr die gemacht habt. Oder euch Dinge nachzumachen, die von Anfang an perfekt geplant waren und genauso wie der Plan war, auch funktioniert habt. Ich freue mich sehr, das mit der Folie hat auch schon ganz magisch funktioniert. Ich war gar nicht sicher, ob wir das umschalten korrekt. Yves, Iris, vielen Dank, eure Bühne, euer Applaus. Hallo? Ah, erstmal vielen Dank für die Ankündigung und danke, dass du keinen Druck erzeugt hast. Also, ja, wir sind von der Firma Otto und wir arbeiten im Bereich Business Intelligence. Das heißt, wir bauen Brain, das Logo habt ihr auf der ersten Folie gesehen. Das ist eine riesen BI-Plattform für Otto. Und ja, darauf bauen wir halt Produkte und Services, die unsere Fachbereiche entsprechend unterstützen sollen, unserem Kunden Mehrwert zu bieten. Unsere aktuelle Organisation, also das ist jetzt aber nur die IT-BI, sind 6 Units mit unterschiedlichen Business-Ausrichtungen, 5 Unit-Leads und ein Bereichsleiter. Wir sind 2 von diesen Unit-Leads. Yves ist für den Bereich Marketing verantwortlich und ich für den Bereich Realtime. Wir haben 16 Scrum Master und Coaches und insgesamt 140 BI-People. Im Moment haben wir ein Projekt am Start, das heißt Rocket BI. Das heißt, wir versuchen gerade 2 BI-Bereiche bei Otto zusammenzulegen. Das heißt, das werden über 210 Leute und das ist auch eine mega Herausforderung. Bis gestern Abend stand da noch ein zweiter Block mit Zielorganisationen und so. Da waren wir uns dann noch ein bisschen unsicher, weil es dann noch verschiedenste Möglichkeiten gibt, wie wir uns dem annähern wollen. Generell zu Otto, wir haben im Konzern 54.000 Mitarbeiter, davon sitzen 3.000 bis 4.000 im Bramfeld in Hamburg auf dem Campus. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das halt kein Speedboot wenden, sondern einen gigantischen Tanker. Und der durchschnittliche Otto-Mitarbeiter ist ungefähr 12 Jahre im Konzern. Das heißt, wir haben blutjunge neue Mitarbeiter, aber auch Leute, die schon seit 30 Jahren bei Otto sind. Ja, und dann fragt ihr euch sicher, warum machen die denn jetzt agil mit den 54.000 Leuten? Es gibt den Deloitte Shift Index, der hat sich mal angeguckt, was so mit dem Fortune 500 passiert. Das ist eine Liste, die jedes Jahr rauskommt mit den 500 Umsatzstärksten Unternehmen. Und die haben rausgefunden 2015, dass ursprünglich mal die Unternehmen 75 Jahre da am Start waren und jetzt nur noch 15 Jahre. Und die Vermutung von Professor Richard Foster
von der Yale-Universität ist, dass 2020 mehr als 3/4 der Unternehmen vorher nicht auf dieser Liste stand, beziehungsweise gar nicht bekannt waren. Ja, sind das jetzt Fake News? Der nette blonde Mann aus Amerika sagt das ja häufiger mal. GE ist schon aus dem Dow Jones gefallen. Die Deutsche Telekom hat 10.000 Stellen gestrichen. Also wir glauben, das ist kein Fake, sondern dass wir ein Problem haben. Ja, und die Herausforderung, die ihr hier seht, das ist von dem Transformation Playbook von Rogers. Der hat halt mal aufgeführt, was halt die 5 Herausforderungen sind im digitalen Business. Und das ist halt, da mag sich mancher nicht angesprochen fühlen, aber letzten Endes sind das alles Punkte, glaube ich, die alle Firmen auf kurz oder lang halt betreffen werden. Einmal die Value Proposition, also das, was man halt eben anbietet als Firma. Das ändert sich halt kontinuierlich und muss halt entsprechend kontinuierlich angepasst werden. Die Kunden sind halt sozusagen nicht mehr kontrollierbar. Ja, die arbeiten in Netzwerken, informieren sich halt exzellent. Das heißt, die Marketingabteilungen in den Firmen haben halt große Probleme, hinterherzukommen. Der Wettbewerb wird halt extrem stark dadurch, dass halt immer mehr Business-Prozesse halt in die Plattform wandern. Wir sind bei Otto ja auch dabei, halt, wie wir so schön sagen, zur Plattform zu werden, weil halt eben da der größte Konkurrenzdruck ist. Aber in den USA gibt es halt eben auch schon Energieversorger, die halt Energieplattformen aufbauen, Versicherungen, die halt an Plattformmodelle denken. Da ist halt unglaublich viel Bewegung dabei. Und da ist halt eben der Wettlauf halt, wer die erste Plattform baut, so wie Amazon oder wie Apple mit dem Ökosystem, der hat halt gewonnen. Und das ist halt die Herausforderung dort. Data-Driven Business ist für uns ganz wichtig, wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern halt eben im Zeitalter von Big Data und Smart Data halt eben Daten entsprechend zu sammeln, ist das eine. Das ist mittlerweile eigentlich Commodity, das kann jeder tun in der AWS oder sonst wo. Was man mit den Daten macht, ist halt ein ganz anderer Schnack. Ne? Auf der einen Seite halt eben Datenschutzgrundverordnung, wichtiges Thema, haben wir uns ganz lange mit beschäftigt, bei Otto ganz viel gemacht. Also halt datenschutzkonform halt eben trotzdem mit den Daten Dinge zu tun, die halt unserem Kunden halt gut tun. Das ist sozusagen Data-Driven Business und letzten Endes Innovation. Die meisten großen Firmen zittern halt davor, dass das nächste Startup um die Ecke kommt und halt mit einer Business-Idee, die halt eben das alte Businessgeschäft kaputt macht. Das sind so die 5 Challenges, die man halt eben hat. Das heißt, wir stehen letzten Endes vor einem komplexen Problem. Das weiß hier wahrscheinlich in diesem Auditorium auch jeder. Aber die Krux mit komplexen Problemen ist halt einfach, die lassen sich nicht beherrschen. Und was brauchen wir dafür? Deswegen brauchen wir agile Teams. Wir werden auch alle sagen, ja hurra, klar, haben wir ja auch. Der Punkt ist halt eben von Russell Eckhoff ein Zitat, dass er halt eben sagt, wenn der Problemraum komplex ist, was er halt eben bei uns ist, dann brauche ich halt eben auch ein System im Lösungsraum, das genauso komplex ist. Und das sind halt eben nicht Gantt-Charts, das sind nicht Wasserfall-Methoden, das ist halt ein komplexes System, wie es halt eben ein klassisches Team ist, wie es halt eben ein agiles Team ist, wo die halt eben komplex arbeiten können. Und was wir halt eben in agilen Arbeit brauchen, sind halt kurze Feedback-Zyklen, um schnell lernen zu können. Lernen ist auch ein großes Thema, sagt auch immer jeder sofort Haken dran. Die Realität in den Firmen sieht halt anders aus. Selbstorganisierte Teams, eben nicht damit die vor sich hin mokeln und ganz agil sind, sondern dass halt eben dezentrale Entscheidungen getroffen werden können. Da tun sich ganz viele Führungskräfte sehr schwer. Und selbstlernende Teams, das heißt die Zeit, wo ich halt mit einem Mitarbeiter Entwicklungsgespräche führe und ihm sage, wo er sich hin entwickeln soll, die sind halt lange vorbei. Das wissen die Kollegen meistens schon sehr viel besser. Genau, das ist halt der Punkt. Unsere Teams sind auch eigentlich schon agil. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, wir haben Dev-Teams, meistens auch nicht nur eins, sondern ganz, ganz viele. Das heißt, das Problem fängt eigentlich schon immer an, wenn man skalieren will und es da gegebenenfalls halt auch Abhängigkeiten zwischen den Teams gibt. Als wir 2015 angefangen haben mit dem agilen Kram in der ITBI, war dann auch nochmal locker die Einjahresbudgetplanung am Start, was dann ja eher Wasserfall ist, genauso wie halt eine vorgegebene Priorisierung. Und was das totale Hammer ist, es gab halt Ops-Teams, also einen Operations-Bereich, dem man die Dinge übergeben musste. Das heißt, die Entwickler durften nicht aufs Blech und konnten eigentlich keinen Wert generieren. Und der Kunde steht halt da, in unserem Fall ist es halt der BI-Kunde, also unsere Fachbereiche, und warten halt drauf, dass sie irgendwelche Mehrwerte bekommen. Ja, und Business-Agilität ist das dann wohl eher nicht. Ja, das System ist das Problem, Business Agility refers to the ability of a business system to rapidly respond to change by adapting its initial stable configuration. Und wie das halt ist mit stabilen Systemen, die wehren sich halt auch. Also für das gesamte Business-System muss gelten, kurze Feedback-Zyklen, um schnell zu lernen, selbstorganisierte Teams, um Entscheidungen zu dezentralisieren, und selbstlernende Teams für größere strategische Flexibilität. Also das, was man im Kleinen hat, muss eigentlich auch für die Organisation gelten. Ja, und warum funktioniert das nicht? So ein lustiges Hierarchieding kennt ihr bestimmt alle. Oben ist der Chef, der hat so die einzig wahre Wahrheit.
Dann gibt es Abteilungsleiter, darunter gibt es Teamleiter und irgendwo ganz am Ende gibt es dann das total agile Team. Oben halt Strategie, Personalverantwortung, Anweisung und Macht. Und vor allen Dingen Macht ist ja auch was, was man nicht so gerne wieder abgibt, wenn man das mal hatte. Und unten halt die Umsetzung. Dazu kommt halt der Kunde, der sich mal irgendwie mit dem Chef auseinandersetzt, also mit irgendwelchen Managern oder halt mit dem Umsetzungsteam. Und das Problem ist halt, der Chef kann nichts umsetzen und die Teams dürfen das nicht entscheiden. Und im komplexen Umfeld ist das halt so ungefähr die langsamste Variante, wie man irgendwie Dinge produzieren kann. Das heißt, Entscheidungen müssen über alle Hierarchien und alle Silos laufen. Und besonders beliebt sind dann so große Meetings, wo dann alle wichtigen Großkopfwatten drin sitzen, die aber technisch zum Beispiel gar keine Ahnung haben. Reicht das noch? Aha. Okay, Führung im agilen Manifest. Agiles Manifest brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Das kennen hier alle. Das hat aber leider überhaupt keinen direkten Bezug zu Führung. Ist halt problematisch bei Skalierung. Blendet die sogenannte Aufbauorganisation aus. Das heißt, diese ganzen Hierarchiestufen werden gar nicht berücksichtigt und ist in unseren Augen etwas veraltet, weil es ist mittlerweile 18 Jahre alt und ja, das ist ein anderes Thema. Aufbauorga versus Ablauforganisation. Das kennt ihr sicherlich auch, habt ihr ja auch eben schon gesehen, die vielen tollen Hierarchiestufen. Dazu kommt halt die Ablauforganisation, am besten eigentlich in einem Value Stream. Und ja, die wollen dann alle mitreden und mitentscheiden, was denn letztendlich beim Kunden ankommt. Das geht auch anders. Genau, das geht auch anders. Wie gesagt, wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit bei Otto mit dem agilen Transformationsprojekt. Rocket BI nennen wir das halt lustigerweise und da überlegen wir uns halt ganz viele Dinge, wie halt Führung anders funktionieren kann. Dazu haben wir uns erstmal hingesetzt und überlegt, was ist überhaupt Führung und haben halt da vier Dimensionen identifiziert. Also einmal halt diese klassische Menschenführung, dann halt Strukturen, Prozesse, Produktfähigkeiten, weil wir halt eben in Produkten denken und Teamfähigkeiten. Das sind vier Dimensionen plus eine Dimension, weil man das Ganze ja auch irgendwie noch klammern muss und halt eben integriert führen muss. Das Ganze gibt es dann halt eben nicht nur operativ im Tagesgeschäft, das gibt es halt eben auch taktisch. Das heißt, wie will ich eigentlich Menschenführung oder strukturelle Führung weiterentwickeln? Und das gibt es auch strategisch, nämlich wo wollen wir eigentlich in ein, zwei Jahren mit der Organisation stehen, wie soll da eigentlich Führung aussehen? Und so sind wir eigentlich gestartet, dass wir uns überlegt haben, was macht Führung eigentlich überhaupt aus und wie ist es eigentlich aktuell verteilt? Ja, und geteilte Führung heißt halt geteilte Macht. Der Klassiker ist halt hier in dem ersten Chart zu sehen. Wir haben halt unsere agilen Teams, die im Hamsterrad rotieren und wir haben halt den Chef, der den Teams sagt, was sie machen sollen. Und wenn halt Teams zusammenarbeiten sollen, wer redet dann miteinander? Natürlich die Chefs. Die reden halt gemeinsam, weil diese Führungsdimensionen, die wir gerade angezeichnet haben, die liegen alle beim Chef. Ja? Menschliche Führung, fachliche, prozessuale Fähigkeiten, Führung und übergreifende, alles beim Chef. Das heißt, der erzielt. Klassischerweise ist vielleicht bei einigen Unternehmen schon nicht mehr so, aber halt noch weit verbreitet. So, agiles Theater haben wir das genannt. Das heißt, wir haben jetzt schon sowas wie geteilte Führung. Agile Master heißt es hier bei uns mittlerweile, weil wir halt eben Scrum Master, wir machen halt eben nicht nur Scrum, deswegen passt Scrum Master nicht. Agile Coach ist aber wieder was ganz anderes. Also von daher ist schon so ein bisschen in der Community das Problem, wie nennen wir es denn jetzt eigentlich? Wir nennen es Agile Master und wir haben die POs. So, das heißt, wir haben schon mal den Prozess und die Fachlichkeit zumindest von der Teilung her zu den beiden Rollen halt rübergeschaufelt. Die Menschenführung und die Fähigkeiten der Teams zu eruieren, liegt aber immer noch beim Chef. So, und wer redet halt miteinander in dem Unternehmen, um halt Dinge klarzukriegen? Immer noch die beiden Chefs. Deswegen eben agiles Theater ist eigentlich nicht so despektierlich gemeint, sondern das ist ein Entwicklungsschritt von klassisch zu agil, aber ist halt eben immer noch damit verbunden, dass man auf der Vorderbühne glaubt, agiler zu sein, als man es auf der Hinterbühne tatsächlich ist. So, wie wird man da agiler? Auf der einen Seite das Fähigkeiten-Thema halt in die Teams transportieren, die wissen am besten, welche Fähigkeiten ihnen fehlen und halt ja, hört sich irgendwie profan an, ist es aber nicht. Die übergreifende Führung, also halt eben der Austausch, der halt dafür sorgen soll, dass die Teams miteinander reden, der sollte halt auch zwischen den Teams stattfinden. Ist halt im Unternehmen nicht so weit verbreitet. Das ist halt sozusagen die erste Stufe, mit zwei Teams geht das ja alles noch. Die Frage ist halt, wie mache ich das eigentlich, wenn ich mehr als zwei Teams habe und skalieren möchte? Da gibt es halt dieses Konzept der kollegialen Führung, das ist von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Röder haben ein Buch rausgebracht, letztes Jahr glaube ich, wo sie sich überlegt haben, wie können wir eigentlich kollegiale Entscheidungen treffen, das heißt also nicht mehr personifizierte Entscheidungen, ja, das ist der Chef, Heinz Müller, sondern halt eben das Team entscheidet und wie kann ich das halt eben strukturieren. Und wir strukturieren das halt
in sogenannten Zirkeln, wo wir auf der einen Seite einen Product Circle haben, auf der anderen Seite einen Orga Circle, und da sind halt eben aus den Teams jeweils Entsendete drin, klassischerweise der Agile Master und der Product Owner in dem Produkt Circle, und diese setzen sich dort zusammen und treffen Entscheidungen, und zwar auf allen drei Führungsebenen, das heißt taktisch, operativ und strategisch, ja? Also eben auch der Weg weg von die Strategie wird sozusagen, also man kann das Organigramm sich anschauen, Strategie wird logischerweise ganz oben gemacht, taktisch wird eine Stufe drunter gemacht, operativ wird halt irgendwo unten gemacht. Also das aufzulösen und zu sagen, nee, dafür ist dieser Kreis insgesamt verantwortlich, Produktstrategie entwickelt ihr zusammen. Genau, und die Herausforderung im Unternehmen zumindest, da hat man klassischerweise eine HR-Abteilung, die halt eben sagt, wie sieht denn jetzt das Organigramm aus? Und wenn man halt eben sich überlegt, dass eine Aufbauorganisation, das sind diese niedlichen Organigramme, relativ wenig Sinn machen, wenn man eine Ablauforganisation, nämlich den Value Stream hat, um Wert zu generieren, wenn man da halt versucht, ein Organigramm zu malen, dann funktioniert das halt einfach nicht. Und deswegen denkt man halt eben in größeren Kreisen, das ist halt hier skizziert, das ist halt dieses Netzwerkkonstrukt oder auch Pfirsich-Modell, wo wir halt eben in der Peripherie, sagt man, die Kunden hat, die halt irgendwas wollen und was brauchen. Und letzten Endes man dafür sorgen muss, dass halt eben dezentrale Entscheidungswege, die Teams einfach so direkt am Kunden dran sitzen, wie es irgendwie nur geht. Und halt eben nicht dazwischen noch eine Führungskraft, die halt eben durchlässt oder eben auch nicht durchlässt. Und wie organisiert man das Ganze? Dass die Fähigkeiten in den Teams hochlaufen. Da haben wir bei Otto mittlerweile eine Expert-Laufbahn etabliert. Das heißt, wir haben, wenn jemand wachsen möchte im Unternehmen, dann muss er jetzt nicht Disziplinarverantwortung übernehmen, sondern kann halt Expert werden. Das heißt, für ein Thema, was er halt vorantreiben möchte, halt eben eben entsprechend die Karriere machen, und das heißt halt eben bei Otto, bei so einem Unternehmen, dass die halt dann eben auf Augenhöhe mit Teamleitern, Abteilungsleitern und Direktoren sind, und das ist halt ein ganz wesentlicher Beitrag, weil wir halt eben die Entscheidungen zu den kompetenten Leuten und nicht zu den machterfüllten Leuten bringen wollen. Der Austausch zwischen den Teams ist hier nochmal skizziert mit den Zirkeln, das geht mit Product und Orga, das geht aber genauso gut mit Effizienzthemen oder mit Budgetthemen. Auch da kann man sich halt eben entsprechend in diesen Kreisen treffen und Entscheidungen fällen. Was halt die Herausforderung dabei ist natürlich, wie bringt man dann so einen Kreis dazu, Entscheidungen zu treffen. Da kommen wir gleich noch auf ein Beispiel dazu. Und ja, wo ist jetzt eigentlich die Personalführung geblieben? Die klassische Führungskraft, für die sich HR so begeistert, die ist halt im Zentrum. Ne? Die ist halt deswegen im Zentrum, weil die hat für den Kunden überhaupt gar keinen Mehrwert. Ja? Also ob hier in der Mitte jemand sitzt und Personalverantwortung hat und einen Firmenwagen hat, das ist dem Kunden eigentlich scheißegal. Und deswegen sitzt sie halt im Zentrum und ist dafür da, dass halt eben die Peripherie optimal arbeiten kann. Und das ist nochmal so kurz aufgelistet, wie wir uns das denken mit Product Owners, Scrum Master und Experts. Menschenführung, das haben wir halt deswegen explizit auch People Leads genannt. Da gibt es auch in anderen Bereichen bei Otto mittlerweile Experimente, die halt wirklich dahin laufen, dass Führungskräfte, klassische Führungskräfte, haben nur noch Personalverantwortung. Die reden nicht mehr fachlich rein und auch nicht funktional und machen da gar nichts mehr. Und das ist natürlich, kann man sich denken, ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte sind hier anwesend, mal kurz die Hand heben bitte, disziplinarische Verantwortung. Genau, also wenn man sich halt vorstellt, man ist die disziplinarische Verantwortung los oder hat nur die disziplinarische Verantwortung, kann nicht mehr fachlich was machen, das ist echt ein starker Tobak, da muss man wirklich in dem Change intensiv dran arbeiten. Aber nur so bekommt man halt eben schnelle, kompetente Entscheidungen, anders funktioniert das nicht. Genau, dann haben wir noch mit dem Agile Manifesto so ein bisschen herumgehadert, hat Iris ja gerade schon gesagt. Auf der einen Seite von 2001 zu 2018 hat sich eine Menge getan, was halt eben bestimmte Dinge angehen. Also nur ein Beispiel rausgegriffen, wo da halt eben Customer Collaboration steht, over Contract Negotiation. Da ist mittlerweile eigentlich das Wort Co-Creation besser. Ja? Also es ist eben nicht mehr so, dass man mit dem Kunden direkt spricht, was man so machen will, sondern man macht das mit dem Kunden zusammen, also Co-Kreation. Und anderes Beispiel noch, Working Product over Comprehensive Documentation, das reicht halt eben auch nicht mehr, weil da passt halt eben dieses lustige Henry Ford Zitat mit den Pferden und den Autos ganz gut, dass wir halt eben nicht nur arbeiten können, dass der Kunde halt heute zufrieden ist, sondern wir müssen eben auch strategisch Produkte entwickeln, damit der Kunde halt eben in einem Jahr zufrieden ist. Und deswegen passt das halt eben nicht mehr so ganz, dass einfach nur ein Working Product funktioniert. Man braucht eine Strategie, man muss halt Prototypen entwickeln, innovativ sein. Aber was halt für den heutigen Talk wichtiger ist, das Thema Führung ist überhaupt nicht adressiert im Agilen Manifest, da haben wir ein paar Sachen dazu geschrieben. Wir haben nochmal gesagt, Share and Discuss, das ist sozusagen aus unserer aktuellen Arbeit bei Otto abgeleitet, worum geht es eigentlich bei Führung,
fürs Agile Manifest. Foster Intrinsic Motivation, das ist das Thema von Dan Pink, Drive 2010, kennt wahrscheinlich jeder von euch, kennt aber auch nicht jede Führungskraft, das heißt, aus welchen Gründen sind eigentlich Mitarbeiter motiviert? Dann das Thema Continuous Learning und Psychological Safety, schwieriges Wort. Das kommt so ein bisschen aus der Google-Welt auch. Aristoteles-Projekt, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, die haben halt untersucht, was macht sehr produktive Teams aus. Die haben ganz viel rausgefunden, super wichtig, super spannend, und das ist Führungsaufgabe. Also in einem Unternehmen dafür zu sorgen, dass sich die Leute sicher fühlen, innovativ zu arbeiten und sicher zu arbeiten, das ist Führungsaufgabe. Geteilte Macht und laterales Leadership kennt wahrscheinlich auch schon jeder, wobei da halt eben der Tenor ist, diese geteilte Macht ist halt das Wesentliche. Ne? Also ich kann wunderbar Aufgaben delegieren, ne? Das ist aber, hat aber nichts mit geteilter Macht zu tun, weil ich das kann ich immer noch kassieren und sage halt den Leuten, ja schön, was ihr euch überlegt habt, wir machen das anders. Gut, Systemdenke ist, glaube ich, auch selbsterklärend und halt eben das, die Firma darauf zu optimieren, dass es nicht kosteneffizient ist, sondern wegen der großen Herausforderung, die wir halt eben haben, dass es halt, dass Überraschungen, die am Markt passieren, zu beantworten sind. Und wenn ich jedes Mal einen Orga-Change machen muss, der 2 Jahre dauert, dann bin ich halt irgendwann tot. Und dann der letzte Punkt, das ist dieses Thema mit Aufbau-Orga und Ablauf-Orga. Wir brauchen halt eine Netzwerkstruktur und Ablaufstrukturen und wir brauchen halt weniger Hierarchien und weniger Aufbauorganisation. Genau, und das ist sozusagen zu diskutieren. Wir sind halt der Meinung, da muss man mal was machen, weil bislang ist es halt eben so, dass man beim agilen Manifest immer sagen kann, ja, das ist für die Entwickler, ne, macht mal schön mit dem Scrum Master rum und mit dem PO, wunderbar, könnt ihr gerne tun. Das schließt aber Führung aus und da muss man dringend dran, weil sonst ändert sich nichts. Agiles Manifest 2001, 17 Jahre später, hat sich, glaube ich, in den großen Unternehmen noch nicht so riesig viel getan. Was man halt liest, sind irgendwelche McKinsey-Hochglanzbroschüren, wo sie wieder davon erzählen, welche große Firma sie gerade umgebaut haben. Okay, das ist sozusagen das zum Agilen Manifest. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Beispiele. Ja, also ich war eben in dem Talk von Norbert, da ging es auch schon mal so ein bisschen um Fragerichtung Soziokratie. Wir haben da relativ klein mit angefangen. Das heißt, ich habe mich mal mit meinen Teams hingesetzt und habe gesagt, irgendwie, wir müssen hier mal anders entscheiden. Und das Charmante ist eigentlich immer, dass es ganz, ganz viele Führungskräfte gibt, die sagen, aber ich agiere doch gar nicht so, ich steuere auch gar nicht durch und ich agiere mit meinen Kollegen auf Augenhöhe, aber das können die alles versuchen, es ändert sich was, also Augenhöhe kommt halt nicht zustande, weil einer von beiden Macht über den anderen hat. Das heißt, wenn ich mit jemandem in einem Raum sitze, der darüber entscheidet, wie viel Kohle ich habe und mit mir was diskutiert, ist das was anderes, als wenn zwei Kollegen in einem Raum sitzen. Und ja, das kann man sich auch schönreden oder wegreden, aber das funktioniert halt nicht. Und deshalb habe ich halt gesagt, weil lustigerweise in meinen Teams halt Entscheidungen immer wichtiger wurden, wenn ich mit im Raum saß. Also ich musste überhaupt nicht mal was sagen oder was auch immer, aber diese Entscheidungen bekamen gleich viel mehr Gewicht. Und wir haben uns dann mal den ganzen Tag zusammengesetzt und haben mal überlegt, wie kann man denn eigentlich Entscheidungen treffen. Und wir haben halt noch ein anderes Problem, das ist, glaube ich, auch nicht typisch Otto, dass dieses, naja, jemand anders entscheidet, was für mich irgendwie doch teilweise für Unbehagen sorgt. Was wir halt gemacht haben in diesem Ein-Tages-Workshop ist, dass wir uns dieses Konsensverfahren genauer angeguckt haben. Das ist wieder aus dem Buch von Bernd Österreich, Kollegiale Führung. Und haben halt mal so eine, spaßeshalber, so eine Proberunde gedreht. Und was da total wichtig ist, ist, dass man am Anfang einmal definiert, was berechtigt eigentlich zu einem Veto und das gemeinsam festlegt. Weil das passt mir nicht, ist halt kein Grund für ein Veto. Und dann sind wir so spaßeshalber diese Runde durchgegangen und haben halt gesagt, so, wir entscheiden jetzt mal, wie wir teamübergreifende Entscheidungen treffen. Und wir entscheiden das nicht direkt, sondern wir entscheiden einfach, welche drei Personen das jetzt tun. Und so in diesen Ideenfindungs-, also voraussetzungsbildenden Runden und ersten Meinungsrunden kamen dann raus so, entscheiden wir das jetzt wirklich? Und die wüste Diskussion ging los und der erste Einwand kam so von wegen, das geht mir jetzt hier alles zu schnell, wieso entscheiden wir das denn jetzt? Und die Diskussion, die daraus entbrannt ist, war total super, weil ich überhaupt nichts mehr gesagt habe und die selbsttätig entschieden haben, dass sie jetzt das jetzt entscheiden wollen. Also es ist eine super Geschichte eigentlich. Genau, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben Recruiting Circle aufgesetzt, das heißt Einstellen von neuen Kollegen, das machen ja schon ganz viele Firmen auch so, dass halt eben natürlich erstmal ein Teamtag halt stattfindet, um, damit die Teams halt eben sagen können, passt derjenige oder passt der nicht, der Kandidat. Und da sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, wir haben da dieses Delegation Poker Gedöns hier genommen, wo es ja verschiedene Stufen der Entscheidungsdelegation gibt.
Und haben uns halt zusammengesetzt, und zwar Kollegen von den Entwicklern, POs und Scrum Master, und haben halt gesagt, das ist jetzt der Recruiting Circle und wir entscheiden halt jetzt eben, ob wir einstellen oder ob wir nicht einstellen. Ich als Unit Lead sozusagen, als der große Vorgesetzte halt eben auch mit in dem Circle, und dann halt eben die Frage, und welchen Delegation Level erlauben wir uns denn jetzt eigentlich? Und das macht man halt eben so, dass die Karten halt verdeckt sind, jeder nimmt sich den Delegation Level raus, den er glaubt, der halt eben gut wäre, den man halt eben durchführen sollte. Und Ende Gelände war letzten Endes, dass ich halt beraten gezogen habe, also das heißt, mir reicht es aus, wenn ich halt konsultiert werde, wenn ich halt eben meine Meinung auch dazu sagen kann, aber das Team halt dann entscheidet, und das Team sagt dann halt, ja, das ist eine tolle Idee, aber wir nehmen aber doch erstmal 4, weil es auch sehr viel mit Reifegrad abhängt. Ne? Also halt ein Circle, der halt nicht gewohnt ist, viele Entscheidungen zu treffen, tastet sich da erstmal langsam ran, indem halt eben auch noch die Führungskraft mit dabei ist, und dann kann man halt sukzessive Delegationslevel für Delegationslevel nach vorne gehen und halt eben einfach entsprechend der Reife der Leute im Circle halt entsprechend die Entscheidungen besser delegieren. Und das klappt wunderbar. Also das geht halt bis zu dem Punkt, dass wir halt neulich noch eine Stelle zu besetzen hatten. Und das üblicherweise eben so ist, dass ich dann das letzte Wort spreche, ob wir einstellen oder ob wir nicht einstellen. Und dann die Kollegen häufiger gesagt haben, ja, den können wir nehmen, der könnte ganz gut passen. Und ich diesmal aber gesagt habe, ja, das können wir gerne tun, aber wir haben noch genau eine Stelle. Und wenn man halt diese Erkenntnis, was auch so das Budget in so einer Abteilung angeht, wenn man die Erkenntnis mit in dem Circle teilt, dann sind wenig erstaunlich die Kollegen auf einmal in der Lage und bereit, darüber nachzudenken, was heißt denn das eigentlich für die Firma, wenn wir jetzt diese Einstellung vornehmen. Und das ist halt ein Effekt, der ist halt extrem wichtig gewesen. Was wir noch machen ist, wir haben bei Otto tatsächlich unternehmensweit jetzt einen sogenannten Shooter-Prozess, hört sich ein bisschen martialisch an, heißt aber unter dem Strich, dass wir tatsächlich eine lineare Liste von wichtigen Vorhaben für Otto haben. Das sind 120 Vorhaben bei Otto, tatsächlich Gesamt-Otto. Und die sind alle rangiert, wie wir es schön auf Neudeutsch sagen. Das heißt, sie sind wirklich alle priorisiert. Und da ist halt ganz klar, was ist das Wichtigste, was kommt wann. Führt aber dazu, dass wenn wir halt bei uns im Bereich oder in anderen Bereichen feste Teams etablieren, die einfach fest und starr an einem Produkt gekoppelt sind, das funktioniert dann natürlich nicht. Ne? Weil wenn Otto auf einmal feststellt, wir haben gerade ein Logistikproblem, wir müssen da viel mehr tun, dann brauchen wir die Flexibilität, dass wir Teams entsprechend da auch entsprechend auf das Vorhaben raufsetzen können. Und das führt dazu, dass wir schnell entscheiden müssen, wie bauen wir Teams um, was machen wir da eigentlich. Und das ist halt der Klassiker, dass der Chef sagt, was das Team ist, total hirnrissig. Deswegen haben wir diesen Orga-Circle aufgesetzt, wo halt eben wieder die Kollegen aus dem Bereich sich zusammensetzen und überlegen, wie wollen wir jetzt die Teams umbauen, sodass wir die für Otto wichtigsten Vorhaben am besten durchziehen können. Ja, das sind so 3 Beispiele gewesen, Zusammenfassung. Zusammenfassend brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Die Teams sind oft weitestgehend schon agil. Das Problem ist meistens, dass das ganze Gewerkel drumherum irgendwie nicht agil ist und Macht teilen auf allen Ebenen. Und das ist eine immens große Herausforderung. Das Lustige ist auch, dass es so Incentivierungen gibt, ne, wie ein Parkplatz oder ein Auto oder was auch immer. Zum einen ist es da natürlich total schwierig, den Leuten den Parkplatz wieder wegzunehmen. Man kann aber auch, wenn der jetzt keine explizite Führungskraft mehr ist, eben nicht einfach das Auto lassen, weil es gibt ja sowas wie eine Gleichbehandlung. Also wir haben einen sehr starken und sehr guten Betriebsrat, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Aber der achtet natürlich auch darauf, dass es eine Gleichberechtigung unter den Kollegen gibt. Und das Lustige ist, dass die Führungskräfte, die neue Führungskräfte werden, gar keinen Parkplatz mehr haben wollen, weil die nämlich alle mit der Bahn zur Arbeit kommen. Also das mit Incentivierung ist halt auch so eine Sache. Referenzen, das sind die netten Herrschaften, bei denen wir uns Dinge abgeguckt haben, und ansonsten sagen wir Dankeschön. Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Bitte stimmt ab. Ich fand das so cool, dass ich hier Notizen gemacht habe, damit ich ordentlich sozusagen anschließend einzugehen. Ein gutes Feedback der Zuhörer ist ja, wenn die sich ertappt lachend geben. Das habe ich sozusagen 3-4 Mal hier gehabt. Agiles Theater war zum Beispiel so ein Thema, wo ich dachte, ah, wie cool, cooler Begriff, den ich bestimmt in meinen Workshop aufnehmen will, vielleicht doch der eine oder andere. Ich habe den Tom ertappt, der eigentlich sein Handy laden musste, aber dann sozusagen dachte, ach, scheiß drauf, ich muss die Folien fotografieren. Auch sozusagen ein sehr schönes Feedback. Mir wird auch immer gesagt, hey, sprich doch langsamer, Martin. Die Leute können nicht... Ich fand das super, dass ihr
euch sozusagen von der Zeit nicht habt aufhalten lassen, sondern viel Inhalt mitgebracht habt. Für diejenigen von euch, die fanden, das war jetzt ganz schön schnell, ganz schön viel, wir nehmen das ja auf, könnt ihr später auf YouTube nochmal anschauen. Ich habe das zumindest für mich aufgeschrieben. Was mich echt begeistert hat an einem Vortrag ist, dass ich immer dachte, wann fangen diese Konzerne endlich an, diesen Kram zu raffen? Und dass ich jetzt merke, wie unsere Mitarbeiter sagen mir das häufig, vergiss das. Dieses Alleinstellungsmerkmal, dass du sozusagen auf Augenhöhe mit agilen Werten und so weiter zusammenarbeiten kannst, das können die anderen inzwischen auch. Und es ist sehr schön zu sehen, dass ihr da nicht nur angekommen seid, sondern das schon implementiert habt. Dafür zumindest von mir mal einen Applaus. Nicht. Für die Sache mit den Fragen, hat jemand von euch eine, die er jetzt noch stellen möchte? Wartet bitte, bis das Mikro da ist. Nach so einem provokanten Satz wie die Führungskraft schafft für den Kunden überhaupt keinen Mehrwert, frage ich mich, wie ihr es geschafft habt, das Manifest, das 17 Jahre alt ist, um genau Themen zu erweitern, die die Führungskraft adressieren. Wie lief das? Wie meinst du, wie wir das geschafft haben? Ja, schlichtweg, irgendjemand muss es schreiben und irgendjemand muss auch sagen, okay, ich bin bereit, es anzunehmen und damit meine Rolle zu ändern. Ja gut, der Punkt ist, dass die Erweiterungen in dem Manifest, die sind ja alle schon lange bekannt und auf Konferenzen laufen ja rauf und runter und in der Sache sind sich ja immer alle einig, nur der wesentliche Punkt ist, dass wenn wir halt schon Hierarchien aufgebaut haben, dann muss man die halt eben wieder abbauen. Und daher kommt halt der Schmerz. Ne? Also es ist eigentlich kein rationales Problem. Ne? Weil rational, glaube ich, würden da auch alle Führungskräfte einen Haken dran machen. Aber das heißt jetzt, dass ich das dann nicht mehr mache? Achso, Moment, meinen Haken nehme ich doch dann wieder. Und das ist halt das Problem. Ne? Aber was wir halt eben auch gesehen haben, wir haben uns auch viel in der Berliner Startup-Szene umgeschaut. Und die Firmen, die halt von einem kleinen Startup versuchen zu skalieren, da machen ganz viele den gleichen Fehler. Die fangen halt an, Hierarchien aufzubauen. Die machen ihre Silos mit, dann habe ich jetzt einen Marketingleiter und habe einen Entwicklungsleiter und habe einen, was weiß ich nicht noch, Leiter. Und die gehen, da gehen ganz viele diesen total kruden Weg, ne? Weil es halt der vermeintlich einfachere Weg ist. Und der führt halt eben dazu, dass du halt eben, wenn die Firma halt zumindest ein gutes Geschäftsmodell hat 10 Jahre später die ganzen Hierarchien wieder wegnehmen muss. Und das ist extrem schwierig. Habt ihr das durchgedrückt oder kam das durch Erkenntnis von unten nach oben und ihr konntet es einfach nicht mehr aushalten? Nee, also wir haben im Prinzip die letzten 3,5 Jahre an diesem Thema geackert. Wir können halt bei uns im Bereich relativ viel so auf der Insel der Glückseligen machen, was wir wollen, was das angeht. Wie gesagt, wir haben 5 Führungskräfte für 140 Leute. Den Schlüssel findest du bei Otto auch nirgends, weil wir halt eben auch 16 Scrum Master haben. Sonst geht das auch überhaupt gar nicht. Und mittlerweile mit dem Rocket BI Projekt hat sich halt jetzt eben auch der Vorstand hingestellt und gesagt, nee, wir müssen das jetzt so tun. Und sind halt jetzt auf dem Weg dahin, diese beiden Bereiche erstmal zusammenzubringen auf die Art und Weise. Und überlegen aber auch, wie das halt eben letzten Endes für andere Bereiche bei Otto halt eben auch ein Pattern sein könnte. Ich muss auch noch mal was dazu sagen. Also generell soll das hier auch kein Führungskräfte-Bashing sein. Also wir haben, glaube ich, unglaublich viele gute Führungskräfte bei Otto. Und ich glaube, viel, was da an Ängsten und Sorgen und Nöten mitspielt, ist völlig normal und total menschlich. Und was halt gerade passiert ist, wir sind halt nicht die Einzigen, die gerade was bewegen, sondern wenn man sich auf dem, also selbst auf dem Campus umguckt, es wird an allen Ecken und Enden umgebaut, Kollaborationsflächen geschaffen etc. Und in den unterschiedlichsten Bereichen gibt es halt auch die unterschiedlichsten Ansätze, halt in diese Richtung zu gehen. Also wir sind bei Weitem nicht die Einzigen. Ja. Es gibt noch ganz viele weitere Fragen und deshalb haben wir euch auch Raum gegeben, jetzt in der Q&A-Session anschließend noch ein paar Antworten zu geben. Ich hoffe, dass ihr das wahrnehmt. Vorhin, einfach um nochmal, das brauche ich jetzt nicht zu beantworten, vielleicht könnt ihr da gleich drauf eingehen, hatte jemand bei Twitter geschrieben, brauche ich denn den Need zuerst? Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, wir haben da Amazon und andere, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht einfach obsolet werden in den nächsten 15, 20 Jahren. Brauche ich zuerst diesen Need oder kann ich auch irgendwie aus Erkenntnis heraus, ohne den nie zu haben, handeln? Das wäre eine Frage, die ich hätte. Da hinten habe ich noch Hände gesehen. Nutzt die Zeit um 14.10 Uhr, also so in 7 Minuten geht es hier weiter mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, die ihr der App entnehmen könnt. Vielen Dank, dass ihr euch hier auf den Weg gemacht habt und das alles mit uns geteilt habt. Danke dir.